Mit meinem Freund, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Northern Defense. Ja, das ist ein Tower Defense Spiel, was relativ witzig aussieht, weil du hier so kleine Figuren spielst. Und ich wollte mal heute gucken, wie wir so damit klarkommen. Ja, wir können ja, wir müssen so willenartig das überleben. Wir können ja sogar Einheiten hier hinter verschanzen, was ganz cool ist. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal, wo die so herkommen. Wir haben hier unten unsere Einheiten, die wir herstellen können. Warte, wir haben hier sogar so eine fette Gun. Okay, das ist übel. Die zimmern wir erstmal dahin. Jetzt haben wir noch 80. Okay, der macht das. Perfekt. Manchmal leckt es noch ein bisschen was. Das ist natürlich etwas mysteriös. Leute, sitzen die jetzt falsch rum? Wollen die mich jetzt verarschen? Scheiße. Da jetzt. Nein. Hä? Habe ich das Ding jetzt falsch rumgesetzt? Das fängt ja schon gut an. So, jetzt können wir uns ein Upgrade aussuchen. Nächste Wellenbelohnung mal 1,5. 200 Münzen. Wir nehmen erstmal zusätzlich Gold. Ja. Erstmal Fettkohle. So, da vorne setzen wir mal einen hin. Und hier an den Kanten. So, damit hier bloß keiner... Ach, jetzt zieht er nach vorne. Okay, perfekt. Dauert wohl ein bisschen was. Wir können auch vorspulen. Wir können auch also da... Captain quasi dann agieren. Und wir kriegen pro Welle immer wieder was Neues. Oh no, einer ist gestorben. Ist aber gar kein Problem. Dann machen wir noch eine bessere Verstärkung hin. Wenn alle neu sind, der könnt ihr gerne abonnieren. So, wir müssen 16 Wellen überleben. Artillerie unterstützt sich im Kampf, Luftgeschütz und zusätzlich Gold. Ja, nehmen wir doch Artillerie. Mega. Ich hoffe, das war jetzt nicht unsere Artillerie hier. Das ist ja mega schäbig. Na gut. 350 kostet das, ne? Ein zweiter. Den können wir auch drehen. So ist vielleicht besser. Einfach zwei von den Teilen dahin zimmern. Wir kriegen mittlerweile so viel Kohle auch. Nochmal Artillerie. Das war eher mau. Wir nehmen mal nächste Wellenbelohnung. Mal sehen, ob wir so lange überleben. Komm, Mates. Wir müssen hier ein bisschen was verstärken. Alter, sind das jetzt Feinde? Die sind direkt vor der Tür. Nix da. Weg mit euch. Niemals kommt ihr hier durch. Shit happens. Sieh die Bazooka. Halt. Ich wollte hier drauf zimmern. Oh shit. Alter, kommen da viele. Nochmal rush. Luftabwehr. X. Ach, jetzt, weil hier alles blockiert ist. Kommen die hier nicht durch, oder was? Warte, die sind hier direkt vor der Hütte. Die machen Stress. Wir müssen Stress zurückmachen. Die pushen! Aber wenn die pushen, können wir auch pushen. Glaube ich. Oh shit. Snipt sie alle weg. Okay, man ist ein bisschen was im Stress jetzt gerade. Eskaliert doch schneller als man meint. Komm Leute, haltet sie auf. Wir dürfen nicht überrannt werden. Nieder mit denen. Artillerie. Verloren! Was? Okay. Ist nicht schlimm. Wir haben zumindest schon mal Erfahrung gesammelt. So, wir müssen hier was hintergehen hier. Da Fallschirmtruppen. Zusätzliche. Wir brauchen mehr Truppen. Ich glaube ab Runde, was war das? 6 oder 7? Da geht's richtig ab. Wir müssen relativ weit vorne, glaube ich, anfangen.
Guck mal, wie versteckt die sind. Das ist cool. Das interessiert die gar nicht. Das ist ja mega. Erstmal zumindest. Scheiße, jetzt steht aber genau ein Typ dahinter. Sie uns verarschen. Gold ist wichtig und richtig. So, die decken das. Sunnies wären echt cool, ne? Aber haben wir leider noch nicht. Wir können aber da eine Bazooka reinzimmern. So. Kann der hier snipen? Okay, der hat nichts mehr zu snipen. Manchmal ist es tatsächlich ein bisschen was lästig, dass das etwas laggt. Ich bin mir aber nicht sicher, woher das kommt. Eigentlich kann es der PC nie sein. Oder es ist irgendeine Einstellung. Aber eigentlich sollte das funktionieren. Eigentlich. Naja, ne? Oh, können wir den treffen? Jawohl, weg damit. So, dann Münzen, dann können wir jetzt noch mehr von den Dingern hier bauen. Immer weiter, das ist eine ganze Batterie jetzt von denen. Das ist sehr gut. Komm, einmal rushen. Weg mit dem. Und hier vorne. So viele wie möglich dahinter. Geht das? Passt da noch einer hin? Da passt noch einer hin. Perfekt. Haltet sie auf, Leute. Haltet sie auf. Sie kommen. Oh Gott. Stress. Alter, habe ich jetzt den Typen getroffen? Shit. Artillerieangriff. Dass die nicht auswählen kann, das wäre noch cool. Alter, wann fliegt der? Ach, man kann die auch da oben entstellen. Die fetten Geschütze. Okay, die Seite ist noch safe. Alter, wir müssen hier so viel hinbauen. Keine Müdigkeit. Alter, sie auf! Sie kommen immer weiter! Rushen, meine Freunde, rushen. Wir nehmen alles Gold, was wir haben. Und stecken es da rein. Fuck. So. Geht das? Und die da rein. Okay. Okay, okay, okay. Wir sind noch gut dabei. Ich glaube, wir sind besser dran als letzte Runde. Oh Junge, kommen da viele. Oh Junge, Junge. Bajonettiert sie weg, wie auch immer. zusätzlich Geld. Dann können wir hier wieder alle hinblenden. Ein Sunny wäre echt cool, dann hätte man wenigstens ein bisschen was verteidigen hier. Weg mit denen! Alter, was haben wir auf einmal hier für ein fettes Loch bekommen? Das sieht gar nicht gut aus. Puh, Junge, Junge. Uah, sie kommen! Aber wir können die halten, wir können die halten. Das ist sehr gut. Zimmer 3, meine Freunde. Ballern. Jo. Artillerie. Wow. Alter, was geht hier ab? Und wir sind jetzt in der vorletzten Runde. Das ist sehr gut. Und wir haben noch alle Einheiten. Also wenn nicht allzu viel schief geht, dann sollte das funktionieren. F***.
Fallschirmtruppen. So, einmal rushen. Perfekt. Alter, jetzt haben wir hier eine richtige... wir haben hier ein fettes Loch. Wir haben keine Einheiten, nur die Guns. Oh Gott. Ob das hält? Ich hoffe es doch. Brauchen die extra Kohle. Kommt schon, Leute. Warte, mit was kommen die denn jetzt hier an? Zimm alles rein, was du hast, Junge! Schuss! Jo! Wir haben es überstanden! Wir haben es überstanden! Was ist das? Bofors schießt auf Flugzeuge und Bodeneinheiten, günstige Starteinheiten. Nehmen wir doch die, oder? Geil, jetzt haben wir Sanitäter freigeschaltet. Als nächstes würden wir... das Fahrrad, ja, lol. Und Spitfire, Schild, Mörtel. Das ist schon ganz cool. Ich würde aber sagen, das gucken wir uns nächste Runde an. Oder nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.